Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte Fallout 4 mit der Maya Müller hier am Start und der freundlich fashion Piper und einem befreiten Siedler und einer Maya Müller, die ziemlich stark überladen ist, weil wir haben hier in diesem Krankenhaus doch so einiges herausgeholt. Wir haben eine Menge rausgeholt. Jetzt muss ich mal schauen, wie weit wir von der Kinderkrippe entfernt sind. Wir können das zu Fuß schaffen. Und weil wir das können, machen wir das auch. Weil ich möchte das ganze Zeug, was ich jetzt hier sozusagen gelootet hatte, natürlich nicht loswerden. Das ist natürlich jetzt ein ziemlicher gewaltiger Fußmarsch. Ja, das ist der Wahnsinn. Aber es ist ein schönes Wetter. Ach, guckt mal, wir haben so schönen Himmel. Das sieht doch auch mal ganz nett aus. Es ist ja mal nicht so, dass das jetzt regnet und eklig aussieht. Das kann man direkterweise mal als angenehmen Spaziergang verbuchen. Vor allen Dingen, was ich lustig finde, ich laufe hier komplett offen rum. In dem Tempo. Ich bin eine super Zielscheibe eigentlich. Aber ich hoffe, dass ich durch den Anfangsspaziergang, den ich hier veranstaltet hatte, eine Menge schon hier draußen entsorgt hatte. Ah, hier ist diese Statue, die wir gesehen hatten. Ja. Also wir kommen ja doch mit ganz gutem Tempo voran. Ja, Kinderkrippe. Also das Geplante ist ja, dass wir die Kinderkrippe jetzt theoretischerweise aufbauen. Also theoretischerweise. Das ist ein sehr komischer Lichteffekt. Guck mal, wenn ich jetzt so gucke, da ist das am Schwert so komisch gepixelt. Seht ihr das? Und so ist das nicht mehr. Das ist ja ein sehr komischer Lichteffekt. Keine Ahnung, warum die das so gelöst haben, aber sieht sehr seltsam aus. Das wird wohl eine Sache der Performance sein. Okay. Hier komme ich nicht lang. Oh, ich muss ja einmal rum. Das ist aber blöd. Häschel. Alter Falter. Das wird ein Spaziergang. Da vorne ist eh, ne? Siedler. Wir können noch mal durchatmen. Das ist nochmal ein Siedler. Ein Siedler. Der läuft auch einfach so langsam, gemütlich. Der sagt sich, ja, das ist heute schönes Wetter. Ach, das können wir mal so machen. Maya Müller ist ja auch noch in der Nähe. Boah. Ah, so langsam kommen wir aber voran. Ja. Oh, ein Signal. Aha. Schöner Sportplatz. Sieh an, ein echter Klassiker. Ja, ein Ball. Wir nehmen den anderen Ball auch nochmal mit. Damit hat Maya Müller zwei Bälle. Oh, da liegt doch was. Buff out. Keine Ahnung, warum da einfach Buffout rumliegt. Kann ich nicht erklären. Die Frage ist, ob ich auch mal zu viel tragen kann, dass Maya Müller einfach mal unter dem Gewicht, was sie trägt, einfach zusammenbricht. Das sieht verdächtig aus. Darunter könnte eine Mine versteckt sein. Das gefällt mir gar nicht. So, wir sind jetzt knapp unter 100 Meter. Das heißt, wir sind so langsam in Reichweite. Das Interessante ist, dass wir hier gleich auch ein Dörfchen haben in der Nähe. Das heißt, hier könnte man theoretischerweise, wenn ich wieder dann ein bisschen leichter bin, nochmal Material rausholen für den Ausbau der Kindersiedlung. Wäre eine Möglichkeit. Weil, wie gesagt, die möchte ich ja ausbauen. So, da vorne ist es auch schon. Da sehen wir auch schon den Glaskasten. Ha? Das ist schon mal sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch da hinkommen.
Wie heißt es immer so schön? Die letzten Meter sind die schwersten Meter. Auch das ist sehr bekannt. Aber mit der Sonne sieht wirklich schön aus. Das ist ganz nett. So, 50 Meter nur noch. Maya Müller ächzt schon und stöhnt. Kriegt kaum noch Luft, die arme junge Dame. So, Kinderkrippe, Greentop. Wir haben es schon mal erreicht. Wir sind im Bezugssystem, Kinderkrippe, yeah. Ey, wir sind nicht bei Kerbal Space Program, wir sind ja so nicht am Andocken. Auch wenn die Geschwindigkeiten so ungefähr die gleichen sind. So, junge Dame. Lauf mir bitte nicht weg, du bist mir zu schnell. Bitte bleib stehen, bleib stehen. Ey, es kann nicht wahr sein. Bitte bleib stehen. Ja, ich weiß nicht, wie ich dir für diese Rettungsaktion danken soll. Ja, das weiß ich selber nicht. Gern geschehen. Gern geschehen. Es ist schön zu wissen, dass wir uns auf die Minutemen verlassen können, wenn wir sie brauchen. Oh ja. Gut, wir haben Kohle bekommen und das haben wir auch abgeschlossen. So, Maya Müller, gib mal her, hey, vom Piper alles her. Du darfst mir mal bitte mal alles geben. Alles nehmen. Danke sehr. Hoppala. Dann gehen wir jetzt an die Werkstatt. Hoppala. So viele Hoppalas heute. Gut, und zwar gesamten Schrottladen. Wir haben ein neues Gewicht von 457. Yes. Ich würde mal sagen, Maya Müller entwickelt sich langsam zur schwergewichtigen Dame. Gut, was haben wir denn hier? Hilfsmittel. Wir haben aufbereitetes Wasser, das behalten wir mal alles. Kleidung, modische Brille kann weg. Die ist tatsächlich schlechter, als was ich trage. Ich bin ein bisschen verblüfft. Ich habe gedacht, wow, die wird aber hammermäßig. Aber so hammermäßig ist die gar nicht. Der Helm ist auch nicht hammermäßig. Naja, was ist denn das für ein Helm? Das ist irgendwie so eine Verschlusskappe von irgendeinem Gerät. Ja? So, was haben wir hier? Das war nur der Schadensreduktor. Das ist auch nicht besser. Das ist alles ein bisschen schäbisch. So, Splittergranaten, die können alle weg. Splittermine kann auch weg. Ja, das kommt alles erstmal weg hier. Das ist alles jetzt nicht so, wie ich jetzt sage, wow. So, 129. So, warte mal, mein diverses Hilfsmittel. So, jetzt wollen wir nochmal gucken. Das behalte ich, das behalte ich, das behalte ich, das behalte ich. Buffhaut kommt weg, Flaschenkürbis kommt weg, Karotte kommt weg, das kommt weg, Maulwurfshappen. Behalte ich. Melone können auch erstmal weg. Nudelschale. Cola von der Nuka kann weg. Psycho. Ja, das kann auch weg. Radskorpionsteak. Behalten wir. Red Eggs. Die kommen auch weg. Stimpacks sind super. Süßkuchen, Teerbeere, verstrahltes Blut behalten wir erstmal. Und Wodka. Gut, das haben wir. Jetzt habe ich ja gesagt, jetzt möchte ich gerne hier ausbauen. Also aufbauen, ausbauen, umbauen. Jedenfalls bauen. Jetzt sehe ich hier gerade, hier haben wir sowas hier noch, Benzinos. Hier ist jede Menge Zeug. Ich weiß gar nicht, wie weit das geht. Und das müssen wir mal nachschauen. Was brauchen wir denn hier? Wir brauchen eindeutig Schutz. Schutz brauchen wir auf jeden Fall. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist erstmal Platz. Wir müssen erstmal den ganzen Schrott loswerden. Ne? Den ganzen Schrott. Und das machen wir jetzt einfach mal. Das zählt nicht als Einzelnes, okay. Das ist schade. Düngermittel, das ist super. Säure und Dünger, das ist alles super geil. Einmal ein Fass, einmal jenes. Hier haben wir auch nochmal Fässer.
Also hier kommt richtig Material zusammen. Und auch sehr schön bunt gemischtes Material. Dadurch wird natürlich der Aufbau von hier, warum ich jetzt das hier nicht recyceln kann, weiß ich nicht. Das ragt hier voll rein, aber not functionality. Aber hier geht's. Na gut, okay, ich weiß jetzt nicht warum, aber es wird schon so seine Richtigkeit haben. Ne? Gut, da ist alles clean. Hier ist noch mal ein Betonziegel. Alles schön und gut. Hier ist ein Mülleimer. Nehmen wir natürlich auch mit. Dann haben wir hier noch einen Mülleimerdeckel. Danke. So, das kommt hier alles mal weg. Stühle, Gartenstühle. Irgendwann werde ich auch mal Gartenstühle mal extra hinstellen. So, wenn ich mal sozusagen das Spiel mehr oder weniger so durch habe. Hallo? Tab lagern, okay. Hier war doch noch eine zweite Flasche, sag ich doch. So, okay, noch eine dritte Flasche. Gut. Ja, dann werde ich mal irgendwie mal so ein bisschen Gemütlichkeit auch reinbringen. Oh, hier gibt's aber richtig was zum Verschrotten. Alles schön sauber. Ja, und dann kriegen die hier eine Garnerie reingeklatscht. Ich hoffe, dass das Material für Garneries reichen. So, hier ist alles schön sauber. Sauber, 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 sauber. Sauber. Halt, hier ist natürlich noch Schrott. Schrott, 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 Schrott. Der Beleuchtung, super. Die Frage ist, ist hier drinnen auch noch Schrott? Die können wir mal einlagern. Auch das hier. Die kann ich leider nicht wegmachen. Das wäre jetzt zum Beispiel schön Metall gewesen oder sowas in der Art. Versteht schon, was ich meine. Alles schön einlagern. Also, Gemüsebeettechnisch muss ich hier nicht viel machen. Ah, das seht ihr. Gemüsebeettechnisch muss ich hier nicht viel machen, weil wir haben hier Essen ohne Ende. Das ist eine sehr schöne Ausgangslage. Essenstechnisch. Also essenstechnisch sind wir hier ganz gut voran. Gut, die Seite haben wir, die Seite haben wir, die Seite haben wir. Wir haben hier das Teil, wir haben das Teil. Wir werden Enter auswählen. Wir werden das Ding auch noch mal näher daran bringen. So. Das haben wir platziert, das haben wir platziert. Hier haben wir noch mal eine Matte. Können wir auch verwerten. Oh ja, bleib mir immer hier im Weg stehen, du Type hier, ja. So, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Das haben wir, das haben wir. Alles schön weg hier. Auch das hier haben wir. Oh ja. Yes. Hier kommt Material zusammen, eindeutig. Was ist da los? Nochmal. Halt. Irgendwas habe ich gerade falsch gemacht. Gut, das können wir lagern. Das können wir auch lagern. Das können wir verwerten. Und das können wir auch verwerten. Was ist denn da drauf? Oh, alles voller Beeren und sowas. Also hier kommt ein bisschen Zeug zusammen. Das ist sehr schön. Wow. Da ist echt Zeug. Halt. So. Aufbereitetes Wasser, natürlich auch. Okay. Sehr schön. Das auch hier alles. Ich springe aber mit meinem Finger über die Tastatur. Das ist fast, als würde ich Musik machen.
Dazu müsste man wissen, was für Musikinstrument ich spiele. Da springe ich auch von einer Seite zur nächsten. Das ist auch alles schön. Ja, weg damit hier. Das hier weg, das hier weg, das hier weg. Und dadurch haben wir richtig Material hier. Wir haben ja richtig Material. Also hier aufzubauen wird geil. Geil, einfach nur geil. Das wird ein richtig großer Stützpunkt, habe ich vom Gefühl her. Weil wir haben hier echt eine Menge. Die kriege ich nicht weg. Warum auch immer. Aber na gut, das ist so. Aluminium haben wir auf jeden Fall. So, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir, haben wir. Gut, da haben wir nochmal einen Besen. Dann haben wir hier nochmal einen Seitenraum. Hoppala. Baba. Mit der Artillerie. Warum mit der Artillerie? So. Irgendwie komisch. Das war gerade seltsam. Was war da schiefgelaufen? Das ist eine seltsame Steuerung gerade. Gut, da ist nochmal ein Fass, das brennt. Das kommt von Herrn Fassbender. Alter, wie viel Eimer die hier rumstehen haben. Das ist doch schon fast abnormal, ja. Das ist ja irre hier. Das ist ja Wahnsinn, ne? Das ist ja die Hölle hier. Das ist ja. Versteht schon, was ich meine. Ne? Das ist ja der übelste Wahnsinn hier. Ne? Aber na gut. Juhu. Okay, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Jetzt sind wir fast durch. Jetzt sind wir fast durch. Jetzt sind wir fast durch. Okay. Jetzt sind wir fast durch. So muss das Ganze sein. Hui! Auch auf dem Boden gelandet. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Ja, hier haben wir nochmal ein Klo. Das heißt, wir haben Keramik. Das ist sehr schön, dass wir Keramik haben. Juhu! Ach du Scheine, da ist ja nochmal Mutterbeeren-Zeug drinne. Alter, die ersaufen hier in Mutterbeeren. Das ist ja mutantisch hier mit den Beeren hier. Ne? Das ist ja so viel Mutterbeeren, das ist ja nicht mehr normal. So, hier haben wir auch noch sowas. So, die Frage ist, wo sie jetzt die Betten eigentlich haben. Weil ich würde die schon gerne etwas sortieren. Wo haben sie die Betten? Ach, die haben die hier nebenan. Okay, ich verstehe. Gut, dann wollen wir mal die hier auch nochmal einlagern. Buff out, okay. Gut, Betten, Betten, Betten. Das heißt, wir wählen einmal dieses Bett hier aus. Danke sehr. Und jetzt geht's los. Danke. Schubidubidubdubdu, schalala. Schubidubidubdubdu, schalalala. Gut, auch das haben wir. Sehr schön. Gut, dann geht's weiter. Bettentechnisch. Wir wollen Betten. Wir wollen 9 Betten. 7, 15. Einmal, zweimal, dreimal. So. Naja, können wir noch ein paar andere Betten bauen, aber erstmal etwas amortisierend. Gut, Ressourcen. Wasser. Auf jeden Fall Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Die Frage ist natürlich, wo ist das andere Wasser? Gute Frage. Nächste Frage. Ich weiß es nicht. Gut. Da ist es so. Wir können das ja hier hin machen. So. Okay, dann haben wir nochmal Wasser. Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt bräuchten wir Schutz. Schutz, 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 Schutz. Schutz. Wir können zwei Wachtürme bauen. Ich sage auch, dass wir das machen. Wir bauen auch zwei Wachtürme.
Das heißt, wir bauen einen Wachturm hier und einen Wachturm auf der Seite. So, dann haben wir hier nochmal Zeug, die ich ja gerade sehe. Hoppla. Eine Bierflasche. Wir bräuchten eigentlich nochmal Schaltkreise, aber Schaltkreise werden wir jetzt hier noch nicht mal mehr bekommen. So, wir haben, das muss ich mal überlegen, wir haben Gunnerie, wir haben Essen, wir haben Trinken, wir haben genug Betten. Das ist alles schön und gut. Aber dass ich das hier nicht wegkriege, das ärgert mich ein bisschen. Das sieht blöd aus hier an der Stelle. Aber es lässt sich so erstmal nicht ändern. Muss man durch. Gut, was brauchen wir noch? Strömling und Sendemast. Genau das war's gewesen. Strömling und Sendemast, das heißt... Strömling, Generatoren. Wir könnten 8 kleine Generatoren mit Geräusch bauen oder wir bauen solche Generatoren. Der macht 3 Strömling, der macht auch 3 Strömling. Ich sag mal, wir bauen einen geräuschlosen Generator. Boah, den kann ich nicht da oben hinbauen. Da könnte ich den hinbauen. Mal. Das ist cool. Machen wir. Ist gebombt, wie man so schön sagt. Ja? So, dann brauchen wir einen Sendemast. Dafür brauche ich Schaltkreise. Verdammte Hacke. Geht nicht. Schade. Es geht nicht. Es will nicht funktionieren. Das ist schade. Gut. Dann ist das erstmal so. Das heißt, wir bräuchten für hier nochmal Schaltkreise. Da ist nochmal ein Punkt. Ich glaube, das war jetzt das Teil, wo wir nochmal beschützen müssen. Verteidige Templin Bluffs. Der Slog. Verteidigung von Templin Bluffs. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Deshalb wünsche ich euch erstmal wieder in dem Sinne alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund und bye bye.